Die Logistik ist natürlich dafür verantwortlich, dass die Produkte aus den Herstellorten von den Lieferanten über unser Lager an die Filialen verteilt werden. Wir haben einmal die Beschaffungslogistik, dann gibt es die Lagerlogistik, die Distributionslogistik und dann gibt es noch Nebenbereiche, die kümmern sich um Zoll, Controlling, den Dienstleistereinkauf. Das ist quasi die Gesamtlogistik. Was ich wirklich sehr schätze, ist das Team. Jungen Menschen wird sehr viel Vertrauen geschenkt, man kann sich sehr gut entwickeln. Ich verantworte über New Yorker das Zentrallager und die Außenlagerstandorte. Wir haben in Braunschweig einen Lagerstandort gekauft, den wir aktuell erweitern. Hierüber über das Zentrallager in Braunschweig beliefern wir die ganze Welt. Jeder Karton, der am Ende in der Filiale ist, in Berlin oder in Dubai, der war einmal hier in Braunschweig und das ist das Besondere daran. Das neue Zentrallager hebt die Logistik quasi auf das nächste Level. Die spannendste Erfahrung ist hier ganz klar der Aufbau des neuen Lagers hier. Ich bin seit dem ersten Tag mit hier und ich kenne jede Schraube und jede Ecke in diesem Laden hier. Mein Verantwortungsbereich ist derzeit der Wareneingang und ich bin der Problemlöser. Also ich komme ursprünglich aus Brasilien und dann direkt aus dem Studium zu New Yorker gekommen. Das ist eine Riesenmarke, wie groß wir tatsächlich sind. Das ist super cool. Ich bin jetzt seit knapp 4 Jahren bei New Yorker. Das macht mir super viel Spaß, mit den verschiedenen Mitarbeitern zusammenzuarbeiten. Man hat hier viele Möglichkeiten, frühzeitig Verantwortung zu übernehmen und entsprechende Bereiche aktiv zu gestalten. Das Coole bei New Yorker ist, dass wir so ganz hierarchiefrei arbeiten können, dass man wirklich mit dem ganzen Team zusammen Lösungen erarbeiten kann, entwickeln kann und auch große Dinge erreichen kann. Ich arbeite seit 7 Jahren bei New Yorker. Das coolste Erfahrung würde ich sagen, das war die Zeit, dass ich meinen Staplerführerschein gemacht habe. Ich habe gedacht, ich würde das nie schaffen, einen Stapler zu fahren. Und dann auf einmal, es läuft alles so glatt. Klappt immer. Auf der einen Seite kümmere ich mich um unsere Auszubildenden, betreue die, Berichtshefte kontrollieren, Klassenarbeiten durchspreche, wenn sie Probleme haben, Fragen haben. Mir gefällt am meisten an meinem Job, dass kein Tag wie jeder andere ist. Ich komme morgens ins Büro und weiß nicht, was auf mich zukommt. Das ist super abwechslungsreich und macht den Job super spannend und aufregend. Die Logistik ist der Kernprozesse bei New Yorker oder die Kernbereiche bei New Yorker. Also wir stellen sicher, dass die Ware von der Produktion zum Lager und dann in die Filialen ankommt. Ist auch spannend, weil die Logistik auf den ersten Blick klingt super simpel bei New Yorker, dadurch, dass wir nur einen Lagerstandort haben. Aber wenn man da tiefer ins Detail reingeht, das ist super spannend und das ist so komplex und so einzigartig. Da sind Freundschaften geschlossen worden, das ist privat, wie Arbeit funktioniert einfach. Eine Hand wäscht die andere. Die Leute sind für mich alle nett. Ich fühle mich hier auf meiner Arbeit als zu Hause.